Auch im letzten Heimspiel der Saison mussten die Herren von TC Blau-Weiß 1899 Berlin gegen den TKBW Aachen eine 3:6 Niederlage hinnehmen. Dabei hatte der Tag auf der Anlage in Grunewald so vielversprechend begonnen. Aber es hätte am Ende wieder nicht sein wollen. Ziemliches Pech. Ich habe das Gefühl, dass das die Geschichte unserer Saison war. Ziemlich enge Spiele in den letzten Wochen und es scheint einfach nicht viel in unsere Richtung zu laufen. Der Belgier Gauthier Onclar hatte seinen Gegner Yannick Mertens voll im Griff und gewann den ersten Satz mit 6:3. Auch im zweiten Satz ließ er seinem Landsmann keine Chance, bezwang ihn erneut mit 6:3 und verbuchte somit den ersten Punkt auf das Konto der Gastgeber. Er ist ein sehr guter Spieler, der den 180. Platz der Weltrangliste belegte. Und ich kannte seine Stärken. Ich wusste, dass er sehr gut spielt. Er trifft sehr hart, ziemlich flach und es war ein gutes Match. Während im Spitzenspiel der Australier Dane Kelly gegen das belgische Top-Talent Sisu Berg nach dem ersten Satz 6-7 knapp hinten lag, dann aber doch mit seiner feinen Rückhand im nächsten Satz mit 6:4 zurückschlug, machte der zweitbestplatzierteste belgische Spieler der Welt im Match-Tiebreak bei 10:8 den Sack für Aachen zu. Sisu kam heraus und feuerte alles auf mich. Und er spielte von Anfang an ein hohes Niveau. Also war das auch schwer zu handhaben. Auch Jan Kirchhoff, welcher seine erste zweite Bundesliga-Saison spielte, konnte sein Match gegen Nils de Saar lange Zeit offen gestalten und mehrere Bälle abwehren. Jedoch musste sich der Frohnauer dann aber doch nach 2 Sätzen mit 3:6 und 4:6 gegen den erfahrenen ATP-Spieler geschlagen geben. Ich habe gerade verloren, von daher fühle ich mich nicht so gut. Bundesliga ist ein sehr hohes Level. Ich habe heute alles reingehauen. Die weiteren Ergebnisse sahen wie folgt aus. Zum Abschluss der Saison trafen die Blau-Weißen am Sonntag beim Lokalderby auf LTTC Rot-Weiß. Dabei ging es um alles oder nicht. Leider mussten auch hier die Herren von TC 1899 Blau-Weiß eine 3:6 Niederlage hinnehmen und beenden die Saison auf dem 7. Tabellenplatz.